So, das mit dem Stahlskorpion ist jetzt natürlich ärgerlich. Nein, wir können ihn nochmal mitnehmen. Macht überhaupt nichts, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Skelengel wäre eine Idee. Der hätte mal einen guten Job gemacht. Dich sowieso. Du bist schon Level 8 mittlerweile. Du stehst kurz vor deiner Entwicklung. Dich lassen wir hier, weil... Oder... Wir haben jetzt genug, um die beiden zu fusionieren. Richtig? Richtig? Richtig. So. Wir kriegen jetzt tatsächlich eine Fusion anhand. Dann müssen wir mal gucken, was nehmen wir noch mit? Du bist tot, ja, das ist, unfortunate. Rühran. Ich weiß, Rühran kann sich entwickeln. Sehr früh sogar. Das Problem ist, Magiermädchen wäre hier... Na gut, sie kann gegen die Winddinger ankämpfen. Das wäre so sogar tatsächlich praktisch. Ich würde auch sie zu gerne mal mitnehmen. You know what? No sweat. Let's do this. Dann habe ich noch 58. Das ist nicht viel. Zumal wir ja fusionieren müssen auch. Also müssen tun wir gar nichts. Nehmen wir den Vogel mal wieder? Ne, der Vogel hat ausgedient. Der Vogel ist, ne. Der weiße Drache, na, den lassen wir auch mal da. Der hat letztes Mal von seinem Thron herab auf uns alle geschaut und hat gesagt so, boah, was denn auf ein Loser. Ich werde das Ganze hier sowieso nicht so ernst nehmen, aber Pinguinsoldat, der hat 205 Leben, das ist immer noch einiges. Gut. Okay, da bin ich. So, erstmal ist Zeit für eine Fusion hier. Wo ist... Da. Ach du Scheiße. Das heißt, ich könnte hier direkt rüber und ihr eine reinbashen. Technisch gesehen. Aber meine Monster stehen hier. Wir werden zu Anfang erstmal ein bisschen was benutzen, um die beiden zu fusionieren. Deswegen packe ich die hier schon mal so nebeneinander. Ryukishin, der braucht noch ein bisschen Erfahrung zum Entwickeln. Flammenmeer. Packen wir hier hin. Das Magiermädchen, du kannst hier hin. Du kannst dich hier sowieso fast überall hin bewegen. Du hast einfach nur mega viel Health. Dich schicke ich mal hier links. Das wäre vielleicht sogar gar nicht mal doof. Zusammen mit dir. Und Penguin. I send a Penguin. Also ich nehme das jetzt nicht mal so ernst eigentlich, weil ich möchte eigentlich jetzt erstmal die beiden Dings fusionieren. Ich duelliere. Sabbel nicht. Schöne Musik vor allem. Schöne Boss-Musik, ne? Darf ich daran erinnern, dass wir wirklich so im letzten Abteil sind? So, ne? Fast schon das Magnum Opus. Und, weiß ich, höre hier, ne? Na, mal gucken, vielleicht kann der Pinguinsoldat ja ein bisschen was reißen. Ich vertraue auf den kleinen Penguin. Nein, ich möchte nämlich noch kurz gucken. Was hat sie denn hier? Süß. Mystische Elfe. Ukubim. Typhoon. Geringer Drache. Graben. Der Vogel, der hat mir schon mal Probleme gemacht. Sie hat schon weirdes Zeug hier. Hm. Aber mal gucken, wie sie ihre platziert. Vielleicht kann ich hier einfach rüber bashen und dann sagen so, haha, April, April. Die Musik ist nice, aber... Deine wahre Stärke. Ich möchte betonen, dass wir hier wirklich im letzten Areal sind. Weißt du, so,
Eigentlich sollte, ne, sowas wie bei Pegasus hat eigentlich mit seiner Musik war richtig gut gemacht, könnte man schon sagen. Oh, Mann, müdig. So. Hier komme ich. Ja, das ist so diese Musik aus einem, aus so diesem typischen RPG. Oh yes. Oh yes. Kostet natürlich jetzt auch ein bisschen mehr. Aber mehr Def, mehr Angriff, mehr Reichweite. Oh yes. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Alles, was ich brauche, ist auf meinem Feld versammelt. Ich fusioniere meine zwei Monster. Wir hätten natürlich richtig Fortgeschrittenen gehen können, indem wir gesagt hätten, wir schicken die beiden erst solo los und dann irgendwann, aber dann habe ich immer Schiss, dass wir irgendwann in irgendwas reinrennen, was uns umbringt. Happens all the time, you know. That's an old dragon. Und ich glaube auch mal, ich habe so eine Idee, wie wir das Ganze hier angehen. Dafür muss ich mich aber schon mal so ein bisschen bewegen. Das ist so diese typische Stadtmusik irgendwo. Weißt du, die ihr in jedem RPG hört. Hm, sie kostet halt gleich mal so viel zu beschwören. Bin ja mal gespannt. What do you do? Ja, damit habe ich gerechnet. War ja auch zu simpel, als dass es funktioniert hätte, funktionieren hätte können. Kostet nicht viel, ihre Monster, right? Hm. Das Problem ist, sie schickt natürlich jetzt genau ein Feuermonster dahin. Ein Darkness-Monster. Das ist so der, der am wenigsten da machen kann. Ach du Scheiße, du bist flink. Aber kannst dich auch nur... warte mal, wenn du hier, dann so eins, zwei... Warte, warte. Achso, okay. Da bin ich also genau in ihrem Feuer und wird draufgehen. Deswegen warten wir erstmal hier mit dir. Das ist das Problem an solchen Maps, ne? Ich verliere so schnell den Überblick, wo hier, was hin soll. Also, wo man begehen kann und... Hat du nicht sehen? Ups. Ich begebe mich mal weiter nach oben. Okay, bin leer. Ah gut, wir haben eine Fusion rausgekriegt, das ist ja tatsächlich mal was. Dann wollen wir doch mal schauen, was unser neues Monster so drauf hat. Es gibt jetzt nicht wirklich viele Monster bei ihr, wo ich sage so, oh shit, it's that monster from the one show. Und ich denke mir so, oh shit, nein, das ist dieses eine Vieh. Bitte bewirf mich nicht mit Wattebällchen. Mir gefällt die Map absolut nicht. Die Map gefällt mir überhaupt nicht. Nur um das mal so zu sagen, ne? Sie kann jetzt diagonal angreifen. Also hier und da. Wenn ich hier hingehe. Warte mal, wenn sie aber hier hingeht. Eins, zwei. Scheiße. Hat doch zwei Reichweite, right? Ja, genau. Das heißt, sie könnte hier hingehen und mich denn da angreifen. Das geht mir jetzt ja gerade mal auf den Keks. Und du, was mit dir? Du hast gar keine Angriffsreichweite. Dich respektiere ich jetzt einfach mal nicht. Also hier bin ich safe. Du marschierst nach vorne. Da brauche ich jetzt, glaube ich, keine Bange haben.
Zumal, du bist frisch digitiert. Ich denke, du hältst das aus. So. Dich schicke ich dahin gegen den einen da. Das ist mir ein bisschen zu... Der will Streit anfangen. Das sehe ich kommen. Packen wir noch Skelengel raus und dann ist gut. Lassen wir sie mal kommen. Machen hier vorne an ihrer Front ein bisschen, an ihrer Haustür ein bisschen Stress. Wie so ein durchgeknallter Stalker. Ja, das hat mir gedacht. Okay, ich muss da aufpassen. Nachher bewegen sich die Dinger irgendwie ganz funky und dann stehe ich mit meiner runtergelassenen Hose da. Deswegen hasse ich solche großen Maps. Jetzt bewegt sie sich so funky. Das mag ich nicht. Shit. Kann auch hier hin. Bin ich aber für sie ein Ziel. Ach, das geht mir ja gerade auf den Keks, ne? Wenn ich mich jedoch hier hinstelle, kann sie dagegen nichts tun. Dann ist das einzige Problem der hier. Und du hast eine Attacke von 113. Ergo, es wäre, als würdest du mich mit Wattebällchen beschmeißen. Es ist zwar jetzt ein bisschen risqué und wir kriegen gleich ein, zweimal auf die Nase. Wo will sie mit dem Ding hin? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, da kann sie mir nichts. Ich habe hier plus 40. Allein wenn ich mit dem hier plus 40 habe, ne? Das ist schon ungesund in itself. Natürlich kann ich da nichts tun. Das geht mir ja gerade auf den Keks. Wie bewegst du dich? Drei. Kannst du also gar nicht. Weil da ein Stück Treppe fehlt. Haha. Sehr schön, das hast du nur davon. Das heißt, du musst dich erstmal hierhin bewegen, bevor du irgendwas machen kannst. Du bewegst dich drei und gerade du bist nur dir. Oh ja, du Mistvieh. Als ob ich dich vergessen könnte. Warte mal. Shit. Eins, zwei. Ah, du kommst da gar nicht weg. Kannst also nur in die Richtung. Was mit dir? 3 und diagonal. Easy. Bei ihr muss ich auch gucken. Sie greift diagonal an. Ich würde aber zu gern mit ihr mal angreifen. Just to see. Ich warte mal lieber erstmal ab, was sie da macht. Ich lasse die beiden deswegen mal hier. Okay. Gucken wir mal. Zeigt mir, was ihr könnt. Ich dachte, sie wird für die Schwäche gehen. Weil das ist ja mal... Ja komm, ich möchte sehen, wie das Ding versucht, mir einen Kratzer zuzufügen. Weißt du, erst hier so das Motto, ja, heute sind wir alle glücklich. Und dann... Spirit Bomb! Das war ja mal Next Level lächerlich, möchte ich mal sagen. Sis. Oh, scheiße. Das ist auch gar nichts. It's nothing. Dich piefe ich gleich weg. Check this out. Are you sending me dick pics? Das möchte ich ehrlich nicht. Das finde ich echt nicht toll. Das muss nicht sein. Hä?
Oh nee, komm! Du Fickvogel! Okay, jetzt gibt's Zanke. Du Vogel, das ist... Okay. Gut, ich hatte gerade schon Angst. Wo willst du mit dem Ding schon wieder hin? Der letzte Zug mit dem Ding war im Grunde wertlos. So, da wollen wir noch mal gucken. Wie können wir das jetzt wieder ausbleichen? Wenn ich mich einfach hier hinstelle und das Ding wegbashe. Als ob du was zu sagen hast dagegen. Und tschüss. Irgendwann lernt ihr das noch, dass ihr euch mit dem Ding nicht anlegt. Ich habe deinen... Ja, hast du... Natürlich hast du das. Mädel, natürlich hast du das. Das ist an sich eine dumme Idee, Ryan. Ja, ich beschmeiß das Ding mit Bällchen. Und du? It's nothing. Was ist jedoch, wenn ich dich damit angreife? Du bist doch ein... Ja, du bist ein Flieger. Grüß mir die Sonne. Weißt du, die Idee gefällt mir aber immer noch besser. Als dich wieder zurückzuschicken. Mal gucken, vielleicht kann der Drache ja was ausrichten. Du könntest ihn angreifen und ziemlich guten Schaden drücken. Oder du könntest ihn hier vernichten. Weißt du, er ist eine größere Bedrohung. Das Ding bewegt sich so schnell und so asozial überall hin. Das Ding möchte ich weghaben erstmal. Mal davon abgesehen, dass wir jetzt zwei ihrer Monster los sind. Das ist schon mal... Das ist ein guter Punkt. Ich kann hier nicht mal wirklich... So, jetzt kann ich es besser sehen. Du warst 3 und irgendwas. Das heißt, wenn ich mich... 3 und 2. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle, kriege ich volle Kanne von dir auf den Sack. Und das mag ich aber gar nicht. Will der darüber? 1, 2, 3. Der will zu meinem Pinguin. Der Arsch. Der Arsch will zu meinem Pinguin. Der will mein Kinderpingu. Glaub es sagt. Aber wenn ich ihn das machen lasse, kriegt er hart auf eine Zwiebel im nächsten Zug. Ich muss nur sie hier mal ein bisschen wegbewegen. Halt, 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 halt. 1, 2, 3, du könntest dann hier hin, right? Oh, ho, 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 nix da. Nicht mit dem Shorshi, das kannst du dir abschminken. Das kannst du dir solo hart abschminken. Sie hat sie jetzt eben gerade gar nicht bewegt, ne? Ich schieb mal den Skelengel lieber nochmal ein bisschen auf Backup. Pinguin lasse ich jetzt einfach mal... Als Bait. Ich meine, er wird höchstwahrscheinlich sterben, aber... Um ehrlich zu sein, habe ich ihn genau dafür mitgenommen. Es wurde auch prophezeit, dass mir schwierige Zeiten bevorstehen. Ja, in dem einen und in dem anderen Sinn. Das könnte jetzt wehtun. Oh ja, scheiße. Ja, aber gut, das soll mir recht sein. Wenn ich Ryukishin opfer, das geht noch. Alter! Okay, ich hab begriffen. Ist okay. Aber dein kleiner Engel, ne? Ich will es ja nicht sagen, ne? Aber der wird gleich von meinem fucking Schattenmeer weggebolzt. Da kann auch deine übergroße Echse nichts machen. Gut, kriegen wir halt keinen Ryukishin-Powered erstmal. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Gibt immer noch Alternativen. Von daher. Lauf. Und du bist genau in meine Falle gelaufen. Wow, das macht nicht mal so viel Schaden. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Ich habe gedacht, das würde weitaus schlimmer für mich ausgehen. Gott, bist du hässlich. Gott, bist du hässlich.
Natürlich hat es einen Laser. Warum sollte es auch keinen Laser haben? Wow, mein Pinguin ist totally untouched. Totally unpieft. Lauf doch damit sonst wohin. Was meinst du, wie scheißegal mir das ist? Du bist mir nämlich jetzt genau in meine Falle gelaufen. You activated my trap card. I think. Moment. Du. Okay, scheißegal. Schwonk! Du bist mir genau auf den Leim gegangen. Hahaha! Das macht ja fast gar nichts. Ich dachte irgendwie, das ist fein. Okay. Oh. Trotzdem cooles Monster. Zwar jetzt gerade nicht so das, was ich erhofft hatte, aber okay. Okay, Pinguin Fight. Pinguin mag deine Scheiße nicht. Pinguin lässt sich von dir nichts gefallen. It's a goddamn penguin fight! Okay. So, dich könnte ich hier hinschicken und dann sagen, goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Genau zu sein, ich könnte dich auch hier hinschicken und sogar sicher sein. Nicht wirklich, weil das Ding... Moment. Du Piefer greifst diagonal an. Sag deiner Freundschaft adieu! Alter, schieß das Ding ab! Schieß ihm im Korb! Weißt du, er bewegt sich zwar wie so ein Möchtegern-Panzer. Oh, wow. So, komm, 1000 Drachen in Aktion. Wow! Dafür, dass ich gedacht hätte, dass das überhaupt nicht läuft, ne? Barf! Alter. Nur Powermonster im Haus hier. Mehr Death. Nice. Was? Die Zukunft kann sich verändern? Hast du das nicht das letzte Mal auch gesagt, wo wir hier eine reingezimmert haben? Hat sie nicht auch gesagt so, oh... My peefiness. It's on a whole new level. Läuft doch. Sie hat noch da hinten irgendwie. Das hier hat sie noch. Das Ding bewegt sich aber so langsam, dass es nicht vor Neujahr hier ankommt. Sie hat noch das Ding hier, was vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte. Das ist. Wow. 1000 Drache und Feuermeer. Sowas von Destruction Derby. My Penguin doesn't care! Mein Penguin nimmt kein Shit von irgendwem! Hat sie sich jetzt zu Tode positioniert für mich? Hat sie sich jetzt... Nee, leider nicht. Aber wenn ich hier hingehe, kann sie nichts dagegen tun. Die Olle? Richtig? Warte mal, wenn sie sich hier hingeht... Ja, kann sie nicht. Ärgere ich sie mit dem Ding jetzt mal ein bisschen. So, warte mal, du... Ach, guck mal. Warte mal, du warst 3, ne? Shit. Das Ding kann mich tatsächlich angreifen. Ich habe auch nur noch 100. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Nicht gut. Okay, du kommst also nicht rüber. Gehen wir mal hier. So. Und wie ja gesagt, mein Pinguin nimmt kein Shit
Von irgendwem. Mein Pinguin steht da seinen Pingu. Und da wirst auch du nichts dagegen tun können. Dieser Pinguin steht seinen Plüsch. Ist der mutigste Pinguin. Habt gefälligst Respekt vor ihm. Sonst kommt er zu euch nach Hause und semmelt euch eine. Jetzt wird er nur leider in der nächsten Runde sterben. Das ist schon ein bisschen schade um ihn. Nicht, wenn ich auf maximal Überschalltempo gehe. Friss meinen Staub, Krabs! That was a mistake. Ich hab ihn getriggert! Er sagte sich so, nein! Dieser Pinguin, er ist so stolz! Ich kann ihn nicht bekämpfen! Blöde Nuss. Glaubst du, vor dem Ding da habe ich Angst? Glaubst du, vor dem Kackding habe ich Angst? Check this shit out. Dieser Pinguin, ne? Der haut dir jetzt eine auf ein Zimmer. Der klatscht dir jetzt weg. Revenge of the Penguin. Guckt ihn euch an. He is spinning to winning. And then he dies. Stolzer Pinguin. Wir werden dich nie vergessen. Das macht sie doch jetzt mit Absicht. Das macht sie doch jetzt mit dem Scheiß hier mit Absicht. Ja, ich könnte dich da oben ignorieren. Was willst du dann tun, hä? Weil du kannst da nirgendwo hin. Du kannst hier hin. Kannst du mir nichts anhaben. Du kannst aber auch hier hin. Mir auch nichts anhaben, solange ich nicht dir in die Nähe komme. Weißt du was? Ich stell dich einfach nur dahin. Einfach. Um. Damit hast du dich jetzt selber blockiert. Ich möchte eigentlich meinen 1000 Drachen jetzt nicht loswerden. Ich meine, nur weil er jetzt kein Baby mehr ist, ne? Weiß es noch lange nicht. Das ist nicht viel. Aber es ist etwas. Arr. Piefig. Das ist ein dummes Wort eigentlich, ne? Piefig. Ha. Wenn er jetzt nämlich zurückgeht, er kann dahin, das ist auch noch das Ätzende an der Sache. Der kann damit auch noch dahin. Es sei denn, ich gehe nur bis hier. Dann kann er mich aber auch angreifen, ne? Ja. 1, 2, 3, 1, 2. Er kann mir also bis hier angreifen, das ist ätzend. So, und du, ja, was ist dein Ziel? Solange ich nicht auf diese Treppe gehe, kannst du gar nichts. Can't do shit. Gleich rennst du in mein Magiermädchen. Ich glaube, das möchtest du noch weniger. Aua. Äußerst ärgerlich. Oh, jetzt willst du es aber. Jetzt legst du es drauf an. Das bringt so gut wie gar nichts. Warte mal, wie bewegst du dich nochmal? Du hast so ein ganz... Ja. Kannst also nur hier wirklich hin. Auf die stille Treppe. Wenn ich also hier stehen bleibe, rennst du genau in mich rein. Ja, Mensch. Enjoy your stay.
Problem ist, mein Magiermädchen kann ich jetzt nicht wirklich retten. Ich kann sie retten. Das Ding hier, ne? Ich hab von Anfang an gesagt, das Ding ist ein Problem. Und ich mach das nicht gerne, aber es kann sein, dass wir unser Magiermädchen opfern müssen. Für das größere Gut. Weil jetzt hat sie sich nämlich da an einen Engpass gestellt. Entweder geht sie jetzt zurück, um meinen Tausenddrachen zu killen mit dem Ding. Oder ich schicke meinen Pinguin dahin. Ne, okay, gut, das ist, der Pinguin hat genug getan. Der hat seinen Krieg gestanden. Der Pinguin hat definitiv seinen Mann gestanden in diesem Krieg. Von daher. Ja, und du bleibst da. Okay. So, drei Monster hat sie noch, wobei sie das eine offenbar wie ich mal vergessen hat. Und? Nee, du gehst weg. Und haust weiter auf mein Magiermädchen ein. Das finde ich nicht witzig. Aber du hast dich in ihre Reichweite gestellt. Was ich jetzt nicht ganz begreife. Und das andere Ding... Ja gut, die einzige Option, die sie mit dem anderen Teil hat, ist... in tödliche Reichweite gehen. Autsch. Finde ich gut. Und du kannst so schon angreifen. Zwar nicht viel, aber etwas. Es wird sich zwar trotzdem das Leben kosten. Es sei denn... Ich gehe mal mit ihr noch mal ein bisschen näher. Ich habe genügend hier, was mein Stein beschützen könnte. So ist das ja nun nicht. Und es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass ich das Ding hier angreife, weil hier, das kann ich vergessen. Die beiden hier haben eine ernsthafte Diskussion, die wir nicht stören können. Gut. Müssen wir erstmal sehen, wie das jetzt, ne? Irgendwer wird sterben. Wen nimmt... Wow, ist die KI dämlich. Wow, ist die KI dämlich. Entweder das oder sie kann sich nicht entscheiden. This is game. Weißt du, von allen Zügen, die du hättest machen können. Ishizu, ne? In allen Zügen, die du hättest machen können, war das derjenige, der absolut sinnlos war. Ich könnte das Ding jetzt noch wegbashen, aber was soll ich damit? Ich habe genügend Windmonster, wo ich genauso brauchen kann. Von daher, adieu. Das wird dir den Rest geben. Alter, da hat sie sich richtig, richtig Bett geschissen. Mein Symbol wurde zerstört. Ich habe verloren. Wundert mich nicht. Deine Elfe hast du aber hin und her geschubst so ein bisschen. Das war, ne? Aber dazu sage ich mal nix. Yugi, du warst tatsächlich in der Lage, die Zukunft zu verändern. Nee, wirklich? Aber nicht das Schicksal war dafür verantwortlich. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Und das war es auch, was mich zum Sieg geführt hat. Ich verstehe. Wenn du das glaubst, dann lass dich dadurch leiten. Bis wir uns wieder treffen, Yugi. Mach's gut, Ishizu. Pass auf dich auf. Bis denn. Alter, 50 Erfahrung. Halbes Horn.